Steigt einmal auf in den düsteren Wald. Finden direkt mal Pilze und einen Sack und ein Schild. Was sagt das? Okay, wie der Wald heißt. Ein Sack. Nachricht, die wir nicht brauchen. Können wir die nicht wegschmeißen irgendwie? Ja, können wir weglegen. Irgendwas höre ich. Ah, irgendwann wird doch schon wohl hier in dem Wald sein. Alchemie, geben wir dem Magier. Und ein Rezept. Healing Potion, also Heilung mit Blood Drop Cap. Das sind die Pilze. Und Etherweed. Etherweed, okay, das sind Energietränke. Wie benutzen wir die? Können wir die einfach da drauf? Nee. Ach. Der braucht Alchemie dafür. Ah, irgendwie so. Quatsch. Aber das wird auch irgendein Trank sein. Weiß ich nicht. Müssen wir bei ihm sammeln. Könnten auch die Säcke benutzen. Jedem ein bisschen mehr Stauraum geben. Und dann zum Beispiel hier den Sack öffnen und sagen, alles klar, die Alchemie-Sachen kommen jetzt hier rein. Die Sprüche hier oben. Ein bisschen Essen. Ist nicht schlecht, wenn man das Essen auf die Leute verteilt. Und die Sprüche ein bisschen tiefer. Mal kurz mal ein bisschen hier aufräumen. So. Weiß gar nicht, ob ich das nochmal brauche. Die Quest-Items hier. Er hat eine Kiste. Noch ein Pilz. Wir wissen ja, dass der hier mehr Essen braucht eigentlich. Dann kriegt der hier unten den Sack. Und dann kann der, solange der hier keine Schusswaffen hat, kann der die Schusswaffen nehmen. Bisschen aufgeräumter hier, ein bisschen System drin. So. Ach ja, wir können hier auch Büsche kaputt machen, ne? Das könnte eventuell nützlich sein. Weg dann mal freischalten, da liegt. Da kommt, da krabbelt irgendwas. Natürlich keine Chance gegen Feuerbälle. Eine Weste. Macht die was Besonderes? Protection plus 3. Ja, geben wir den auf jeden Fall mit. Und was haben wir hier unten? Eine Halskette, Cold Resistance, ja. Erstmal die Tanks. Eine Hütte und Licht. Oh, ich komme da nicht drum herum. Ein Säckchen. Und Essen.
Zauberspruch, den wir aber auch wieder nicht benutzen können. Shock können wir nicht benutzen. Poison Cloud. Brr, dann machen wir daraus wahrscheinlich Erde, Feuer, so die Elemente. Und was ist denn falsch? Feuer. Keine Ausweichmöglichkeit. Okay, aber die sind jetzt auch nicht so die Herausforderung. Da kommt noch ein kleiner. Machen wir erstmal die Gegner weg. Trau dich. Hier werden wir einen Schlüssel brauchen. Ich mache einfach SCH für Schlüssel. Vielleicht das immer noch editieren. Oder Key. Für Englisch. Wenn wir sowieso ein englisches Spiel spielen. Heilungspilze einsammeln. Ja, und Alchemie. Vielleicht mache ich den Magier noch zur Alchemie. Oder der Schurke. Tatsächlich, da ist echt eine Kiste. In dem Gebüsch drin. Da geht's runter. Will ich aber eben einmal kurz die andere Ecke erkunden. Mein Gott, die treffen ja wunderbar. Sind die müde? Nee. Sie deswegen vielleicht nicht treffen? Na komm, machen wir ihn weg. Feuerball. Alles auf Feuer machen. Ich meine, es sind dann nur noch 3 Level und dann knallt der auf jeden Fall richtig rein, ne? Auf der anderen Seite, wir haben auch schon coole Sprüche hier gefunden, ne? Was haben wir? Fireburst. Der macht den Feuerschlag direkt vor einem. Das ist, dass wir ein Feld vergiften können vor uns. Damit kann der immerhin auf Fernkampf schießen. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Ich will aber auf Feuer gehen. Und wir können jetzt den Punkt auch erstmal noch aufbewahren. Ist das jetzt die Ecke, wo ich hin wollte? Ja, die Ecke wollte ich nämlich erstmal erkunden, bevor ich noch weitergehe. Hier ist, hier kann man doch zum Beispiel das kaputt hauen. Ja, und dann könnte man hier so durchlaufen. Und das könnte ich mir halt vorstellen,
Okay, sind wir hier wieder am Anfang. Dass das benutzt wird für irgendwelche Geheimgänge. Ein bisschen die Augen offen halten. Dass irgendwo so ein Gebüsch oder so am Rand ist. Ja, auf geht's. Runter da. Wir brauchen einen Schlüssel. Können wir da irgendwas mit klicken? Nee. Und dann immer wieder die Wände hier beobachten, falls irgendwo ein Knopf ist. Haben die Entwickler im ersten Teil total geliebt, irgendwo so kleine Schalterchen an den Wänden zu machen. Plattform ist kaputt. Ach, er ist offen. Und jetzt ist sie wieder zu. Stein lasse ich da mal drauf liegen. Der tut nicht so weh. Also so eine Sackgasse, die sieht hier immer aus, als wäre da direkt irgendwo ein... Boah! Aber lass ihn lieber kommen. Schon gar nicht so wenig ausgehalten. Umhang? Protection plus 2, Protection plus 1. Der gibt Evasion 2. Dann kriegt er ihn, weil er sowieso... Kann er das nicht? Ach, das ist ein... Ach, das ist ein Umhang, der da oben links reinkommt. Das heißt... Wir machen das aber trotzdem. Wir wechseln mal die Rüstung. Der kriegt die und der kriegt den Lumpenfetzen. Und diesen Ausweichumhang, den kriegt auch unser Tank, der ganz vorne steht. Da liegt noch, da liegt der Schlüssel. Das ist der Schlüssel für oben. Ah, das kommt mir so wenig vor hier. So. Vorstellen, dass die irgendwo noch einen Schalter irgendwo haben. Aber ich kann nichts sehen. Kein Geheimschalter. Irgendwas, was so hervorragt. Was speziell markiert ist. So typisch aus, als würde das da weitergehen. Oder vielleicht auch noch mal hier die Wände absuchen. Na gut, dann ist hier nix. Hast gewonnen, Geheimgang. Lizard on a stick. Ah, freut sich ja unser hier. Minotauren. Eine Spruchrolle. Der Schlüssel für oben. Eine Frostbombe. Da ist ein Schalter. Die sieht man schon ganz... ganz gut auf Entfernung. Schild mitnehmen und eine Waffe. Ging das bei dem anderen auch?
Das ist eine Heavy Weapon. Oh, die können wir auch ausrüsten. Ein Zauberstab. Und ein Pfeil. Eine Art jedenfalls. Ich höre hier irgendetwas. Ist hier noch mehr? Denn eigentlich, wenn ich den Stein jetzt wieder aufnehme? Ist ja dann jetzt hier die Tür offen? Könnte ja sein. Muss nur daran denken, dass man nicht auf den... Achso, da kann ich auch so einen Zettel vielleicht drauflegen, ne? Ein Branch. Ja, behält er seinen Stein. Brauchen wir nicht. Die Kiste, dann geht's jetzt wieder raus. Wir haben ja den Schlüssel dafür gefunden. Für die Tür. Oder das Tor. Einfach nach Norden. Und er kann jetzt den Stab nicht benutzen, weil Energie plus 5, weil er dafür Concentration braucht. Da. Ja, okay, das ist wichtig. Dass der kriegt Energie mit jedem Level und mit dem dritten Level regeneriert sich seine Energie. While resting, okay. Aber trotzdem. Na komm, dann kriegt er mehr Energie, heißt mehr Feuerbälle und er kann diesen Stab nutzen. Der ihn vielleicht besser macht. Ice Shards. Interessant, der braucht Wasser und Erdmagie zusammen. Das ist ja cool, dass sie so Sprüche miteinander verknüpfen. Sehr einladend aus. Das sieht sehr einladend aus. Ein Gegner hier. Gucken wir uns auf jeden Fall noch erstmal die Umgebung an, bevor wir da irgendwie. Geht tatsächlich weiter. Da hinten bewegt sich irgendwas. Ein Gegner, Spinne oder sowas. Was seid ihr, Wölfe? Ja, alles klar. Der trifft ja richtig gut. Hauen die vor uns ab? Oder... Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wir müssen nur aufpassen, dass die mich nicht irgendwie umzingeln. Das andere ist okay. Stehen, das ist ja Doppelschaden. Ja, Leben sieht auf jeden Fall gut aus. Der eine haut schon ab. Hat keine Magie mehr, verdammt. Könnt ihr denn damit kämpfen? Ja, es ist echt nur zum Zaubern.
sind wirklich auf unsere beiden Nahkämpfer angewiesen, dass die alles richtig. Dann nochmal einen kleinen Feuerball. Ich könnte natürlich jetzt auch noch mehr ausweichen und alles, aber wenn wir gleich schön uns ausruhen. Ihre Munition auch wieder eingesammelt. Hallo, was bist du denn? This is another way out. Aha. Ein Rätsel. Ach, wir wollten doch resten. Und Level up, komm. Machen wir Level up. Spezialangriffe werden mit Soul oder Light Armor. Dass der Second Skill Point, dass der nicht so darunter leidet. Ja, das machen wir mal. Ja, der da nicht so darunter leidet unter den Minuswerten hier. Und bei ihm könnten wir Heavy Attack machen. Gehen wir einfach weiter auf mehr Schaden. At second skill level you can perform melee attacks from the back row, also von der hinteren Reihe. Wir könnten also in unserem Lizard, wenn der Accuracy 2 hat, kann der mit den Dolchen von hinten angreifen. Ah. Ja, wird ja ganz gut passen, ne? Ich glaube bei ihm, er hat doch eh noch nicht so viel Armor, dann einfach Heavy Weapons. Lass den mal schön zuschlagen. Accuracy, klar, wird auf jeden Fall auch noch bei ihm noch dazu kommen. The Reach. So, wir hatten doch irgendwo das zum Beispiel, den Dolch. 3 bis 10, 5 bis 15. So, und das kann ich hier schalten zwischen der ersten und der zweiten Waffe. Verliert er dann irgendwie Schaden oder so? Ich sehe nichts bei seinen Werten. 9 bis 13. Greife ich einfach mit der Waffe dann an. Und die kann ich, wenn ich will, auch noch schmeißen. Das ist cool. Das gefällt mir. Und zur Not kann ich auch noch die Steine schmeißen. Dann greift er jetzt so an. Ja, cool. Das sieht schwer aus. Eine Robe. Ein Helm. Das war's. Was haben wir gefunden? Ein Helm. Ich glaube, der hat noch keinen. Doch, der hat schon was. Hat er schon eine Mütze auf? Nee. Protection plus 2, plus 3. Der hat schon eine. Vielleicht der die hier. Ja, die bleibt auf jeden Fall, der hat so wenig Leben, lasse ich dem die auch. Das ist jetzt so ein Wegwerfobjekt. Wir können ja die aus der Kiste ein Wegwerfobjekt reinmachen, die wir dann auch so Steinplatten liegen lassen können. Könnte ganz praktisch sein. So, hinter uns. Noch ein Dungeon. Wollen wir da schon runter? Oder wollen wir erstmal noch uns den Eingang angucken? Macht auf jeden Fall einen Gegner. Cool, jetzt kann er von hinten angreifen. Das ist praktisch.
Und der haut auch richtig gut damit rein, ey. Ja, das ist cool geworden. Falsch hier lang. Ich will mir einmal noch kurz den Außenbereich angucken, ob ich vielleicht... Muss ich sogar erst einen Schlüssel finden, dann ist das natürlich... Oder wird das wahrscheinlich der richtige Weg, denn in den Keller oder so sein. Aber... Trotzdem erst einmal hier umgucken. Nee, wir können sofort rein. Wir können da sofort rein. Da kommen wir nicht hin. Wir können dann Fragezeichen machen. Schalter. Viel zu erkunden hier. Gefällt mir richtig gut. Pistolenmunition. Ah, ist auch interessant, ne? Vielleicht sollte ich noch die Pistolenmunition doch mal auf 1 setzen. Jetzt, wo ich schon so viel eine Kiste gefunden habe. Locked. Das Messer, was geworfen wird, gefällt mir echt gut. Locked. Also muss ich wieder irgendwas, so einen Schlüsselbund haben oder so, um das aufzuschließen. Finden wir bestimmt irgendwo noch. Bei. Abgeschlossen. Wahnsinn, was der für Kritz macht mit dem Dolch. Also jetzt für den Anfang gesehen. Ups. Da leuchtet das interessant. So wie der eine Stein, den wir haben. Da geht's weiter in den nächsten Wald. Ja, okay, das brauche ich mir nicht markieren. Da schon unser Stein. Ja, hier. Schüssel liegen, genau. Was hat der Schalter jetzt gemacht? Hier auf jeden Fall gar nichts. Ach, hier. Was bist du? Wieder so ein Powergame. Hatte ich nicht gerade schon mal irgendwo hier ein Powergame? Was macht man mit dir? Powergame, Powergame. Was passiert denn, wenn ich den benutze? Kann ich nicht benutzen. Mal die Power Games hier in dem Säckchen. Eine Lederhose ist auch noch dabei. Dann kriegt unser Minotauren auch mal eine Hose. Ach, wir haben ja, stimmt ja, noch die Waffe gefunden. 5 plus 15 plus Stärke. Das ist eine leichte Waffe. Haben wir noch nicht, ne? Ne, wir haben noch leichte Waffe 1. 4 bis 13. Ja, würde mehr Schaden machen, aber okay. Kommt erst später zum Zug. Die Kiste. Genau. Jetzt können wir die Kiste oben aufmachen. Stiefel. Und ein Lightning Rod. Vitality, also irgendwas wieder mit Leben. Witzig, dass das so ein gleicher Stil ist.
Aha, die. Damit kann man schießen. Requires Concentration, okay. Und hat Charges. Energy kostet 25. Kann man die dann irgendwie aufladen dann damit, oder? Gebe ich gleich mal an dem nächstbesten Gegner aus. Können wir. Dann kann ich das einfach mit. Ach, mit Rechtsklick wegmachen. In den Tempel rein. Den Weg darunter. Ich glaube, wir gucken uns erstmal den Tempel an. Der scheint auch nicht so groß zu sein. Aha, das sind die blau leuchtenden Augen. Bring four Power Gems to fuse them into the essence of the element. Steine. Oder was möchte der, dass wir jetzt mit diesem Power Games machen? Ja, dann bringe ich dir die vier Power Gems. Also ist der nächste Weg da oben rein. Und dann in den nächsten Wald rein. Auch hier, ne? Und dann. Da oben rum. Na, Hunger dürfen die nicht haben. Sind die anderen beiden auch bald dran? So. Was uns da erwartet, seht ihr gleich im nächsten Teil. Bis gleich.